einmal eine ehemalige Schwimmweltmeisterin so richtig nass machen. Das macht Spaß. Dass die Kinder dabei auch noch etwas lernen, das haben sie wohl gar nicht richtig gemerkt. Und Angst vor Wasser, das hatte im Wonnemar beim Schwimmkurs niemand. Wir werden geboren und wissen eigentlich, wie Schwimmen funktioniert. Es geht nur darum, dass wir erinnert werden. Und es ist einfach in der Vergangenheit etwas anders gelaufen, dass eben halt immer sehr viel Angst gemacht wurde und vergessen wurde, einfach zu erzählen, was hat denn das Wasser für Eigenschaften, sodass wir uns einfach auch darauf verlassen können, was zum Beispiel das Wasser tut, wie zum Beispiel es trägt uns. Und wenn man das weiß und wenn man das von Kindheit an gelehrt bekommt, dann integriert sich das wie Fahrradfahren. Man vergisst das auch nicht mehr. Schwimmen muss aber trotzdem ein wenig trainiert werden. Doch das ist nicht mehr wirklich populär. Immer mehr Kinder können nicht mehr oder nur schlecht schwimmen. Rund 40% der unter 8-Jährigen sind heute Nichtschwimmer. Die Konsequenz? Auch die Zahl der Badeunfälle steigt stetig. 2011 sind deutschlandweit 22 Kinder unter 15 Jahren so ums Leben gekommen. Total erschreckend. In der Gesamtbevölkerung redet man hier von 23% Nicht- oder Schlechtschwimmer. Wenn man das sich mal vorstellt, ein Viertel der Deutschen, die eben schlecht oder nicht schwimmen. Und wenn man dann sich mal anschaut, wie viel doch irgendwo am Badesee liegen, im Freibad sind oder eben ja auch einen Gartenteich zu Hause haben und was für Gefahren da auf einen lauern, denke ich, sollte man dem entgegenwirken. Dass sich Sandra Völker dafür engagiert, ist eine tolle Sache. Und dringend notwendig, wenn man die Zahlen betrachtet. Wir haben jetzt gesagt, wir fangen jetzt einfach mal an, dass wieder eben halt Aufmerksamkeit darauf gerichtet wird und dass die Leute hinschauen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, was man machen kann. Aber diese Tendenz, die zeigt, dass wirklich sehr, sehr viele Kinder eben halt einen Unfall erleiden oder vielleicht sogar ertrinken, das ist etwas, was definitiv nicht sein muss. Und das ist eben das, wo ich denke, da gibt es noch eine Menge, was wir dafür tun können. Und da helfe ich natürlich gerne mit, weil irgendwie kenne ich mich da ein bisschen mit aus. Sich mit dem Schwimmen auskennen, diese Kompetenz haben natürlich auch die örtlichen Schwimmvereine. Das Wonnemar kooperiert daher mit Vereinen und Schulen und möchte diese Zusammenarbeit weiter intensivieren. Hier bei uns im 25-Meter-Becken findet das Schul- und Vereinsschwimmen statt. Und so ist eben auch für uns ganz wichtig, auf die Möglichkeiten der Vereine hinzuweisen, hier am Schwimmsport teilzunehmen. Die Freude am Schwimmen und der Bewegung im Wasser ist den Kindern im Wonnemar auf jeden Fall anzumerken. Und gelernt haben sie auch einiges. Es war ganz schön. Und wir haben gelernt, dass man, wie man unter Wasser schnauft, wie man sich dreht. Es war ganz lustig. Vor allem auch die Spiele. Wir haben erst ein bisschen mit den Eiern was gespielt. Dann mussten wir ein bisschen so hin und her schwimmen und dann haben wir noch Fischer gespielt. Wir haben gespielt und auch geschwommen. Hat Spaß gemacht? Ja. Tauchen. Und natürlich die Tatsache, mit einer Weltklasse-Schwimmerin gemeinsam im Wasser zu sein. Für den Workshop hat Sandra Völker eine spezielle Methode entwickelt. Also bei Kindern ist ja immer wichtig, dass man das Spielen mit einbaut. Und also meine eigene Völkermethode hat eben halt einfach den Ansatz, dass nur noch drei Dinge wichtig sind. Das bedeutet, dass man einfach den Körper daran erinnert, dass er eigentlich die gleiche Schwingung hat wie das Wasser. Und da geht es darum, dass man immer die Spiralform erreicht. Und das hat man, der Körper hat das sowieso schon, er ist so aufgebaut in einer Spiralform. Das Wasser sucht immer die Spiralform. Wenn ich das quasi mit einbaue, dann ist es ganz leicht und einfach, dass man dann eben halt schwimmen lernen kann. Oder auch, wenn man schon schwimmen kann, das einfach verbessern kann. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Man braucht den Seminarteilnehmern nur zuzuschauen, aber nicht zu nahe, sonst wird man einfach nass gemacht.